Puh, wir sind jetzt kurz vor der Straße. Wie ihr seht, es ist schon dunkel geworden und es war ein bisschen kalt. Es wird nämlich abrupt kühl hier. Sobald die Sonne nicht mehr da ist, ja. Und es ist natürlich Januar, darf man nicht vergessen. Da haben wir uns gedacht, machen wir ein kleines Picknick und setzen uns kurz ans Feuer. Typisches Wüstenfeuer. Haben wir nicht mehr gesehen, wie die Einheimischen das machen. Da haben wir gedacht, das können wir auch. Oder probieren es auch mal. Und es wärmt. Es wärmt. Wir wärmen uns da kurz auf und dann haben wir noch einen Kilometer vor uns. Und dann geht es vermutlich gleich ins Bett. Na gut, was essen wir auch noch. Ansonsten muss ich sagen, war das ein sehr, sehr schöner Ausflug. Ich möchte jetzt einen kleinen Test machen und zwar möchte ich gerne die iPhone-Kamera gegen diese Action-Cam mal vergleichen und zwar unter Wasser. Das iPhone soll 30 Minuten lang 2 Meter tief aushalten können unter Wasser. Die Kamera ist theoretisch besser im iPhone. Ich bin sehr gespannt darauf. Wenn ihr das zu Hause nachmachen wollt, bitte denkt daran, dass dieses Ergebnis, was ich hier mache, nicht unbedingt das gleiche sein muss wie ihr bei euch. Wenn ich hier mein iPhone schrotte, das heißt nicht, dass alles auch kaputt ist. Und andersrum natürlich. Also wenn, dann nur auf eigene Gefahr. Deswegen passt schön auf. Ich werde jetzt in meinen Neoprenanzug schlüpfen und ab ins Wasser springen. Und dort werde ich mal weitermachen. Hier am Korallenriff werde ich mir jetzt eine schöne Szene suchen, die ich zweimal abfilmen kann, jeweils mit einer Kamera. Danach im Video werde ich sie einspielen. Ich kann sie leider nicht auswerten, weil ich sie jetzt nicht wirklich sehen kann, außer auf dem Display. Das ist wahrscheinlich ein bisschen zu klein. Ich denke mal, sie werden es für sich selbst sprechen oder entscheidet einfach selbst, welche euch am besten gefällt. An dieser Stelle eine kleine Unterbrechung. Ich musste was nachfilmen und zwar konnte ich das vor Ort nicht drehen, weil mir so die Tränen in den Augen standen. Und zwar hat das iPhone natürlich nicht überlebt. Es hat eine ganze Zeit unter Wasser gefilmt. Bestimmt 10, 15 Minuten, kein Problem gewesen. Ich sage mal, es war ein Meter. Angegeben ist das iPhone ja mit, ich glaube, eine halbe Stunde, 2 Meter tief. Also das iPhone 11. Das funktioniert wahrscheinlich auch. Ich habe später nochmal nachgelesen, Apple garantiert das ja auch, allerdings nur im neuwertigen Zustand. Mein Telefon war natürlich schon ein Jahr alt, ist schon ein, zweimal runtergefallen.
da ist ja logisch irgendwo, dass das nicht mehr so hundertprozentig dicht ist. Zum Glück habe ich im Internet gegoogelt, Wasserreparatur, bla bla bla, iPhone und so weiter. Und habe im Internet eine Firma namens EDV Repair gefunden. Den habe ich es geschickt, die haben es für 40 Euro wieder in Gang gekriegt, sodass ich zumindest mein Backup machen konnte. Und dafür nochmal vielen, vielen Dank an die Jungs dort. Also mein Tipp, macht das nicht mit eurem iPhone oder wenn ihr das unbedingt mal probieren wollt, was ich gut verstehen kann, war ja auch so, ich möchte mal sagen, dumm, dann würde ich sagen, zieht auf jeden Fall diesen einfachen, da gibt es diese Plastiktüten, die man drüber ziehen kann mit dem Zipbeutel und zieht die einfach drüber und dann sollte das eigentlich ziemlich gefahrlos sein. Oder ihr habt einfach zu viele iPhones. Auf jeden Fall filmt die iPhone, das iPhone viel, viel besser unter Wasser als die Actioncam von DB Power.